Ah, besser wird's nicht. Scheiß drauf. That's what she said. So, seitlicher Schritt, da sieht man schon, in welche Richtung es geht. Wir haben hier VW ID 3. Ist ein Auftrag nicht von uns, sondern von Marco Degenhardt, Halle 77. 4 Stück von diesen Autos werden foliert. Das ist einmal der Daniel von Halle 77 und er foliert die Dinger. So, warum foliert er die hier oder warum sind wir hier? Warum sind wir eigentlich hier? Wir versuchen, so gut es geht, Marco dabei zu unterstützen, weil der Daniel natürlich alleine ist. So, und 4 Autos hintereinander alleine machen, ist ein bisschen viel Arbeit. Dementsprechend machen wir das Ganze so ein bisschen in Kombination zusammen, so viel wie wir können. Ja, hat bisher leider nicht ganz so viel geklappt, wie wir eigentlich erhofft haben, aber der Daniel macht sich ganz gut. Das ist jetzt für euch natürlich das erste Auto, für den Daniel schon das dritte. Deswegen haben wir so ein paar Einblicke gleich, während wir einen Rap-Porn einblenden. Es sind halt mehrere Fahrzeuge gemischt, also es ist nicht immer nur ein Fahrzeug. Ja, und dann sprechen wir über ein Fahrzeug, wenn es fertig foliert ist, und gehen auf ein paar Sachen ein. An dieser Stelle danke Marco Degenhardt. Finde ich cool, diese Zusammenarbeit. War ein bisschen prompt. Wir hatten leider nicht viel Vorbereitungszeit, sonst hätten wir uns da wirklich die Zeit ein bisschen mehr genommen. Aber dennoch versuchen wir uns da alle zu unterstützen. So, die VW ID 3s, Apostroph S, beim Mehrzahl, sind fertig foliert und einer davon steht hier gerade im fertigen Zustand und sieht so aus. Ja, wir haben ja vier verschiedene Designs, vielleicht können wir ein Bild einblenden. Genau, es gab nämlich 4 verschiedene Harlequin auf den Polos. Im Großen und Ganzen brauchen wir gar nicht viel erzählen, weil jedes Bauteil hat so gesehen eine eigene Farbe, angelehnt natürlich an den Polos. Und ich würde sagen, draußen könnt ihr euch einen Porn davon anschauen und das Ganze nochmal so ein bisschen betrachten in der Gesamtmasse. Deswegen würde ich sagen, ihr geht raus, Porn geht ab. Und ein weiteres Fahrzeug haben wir stehen. Mal wieder eine Steinschlagschutzfolie auf diesem schönen Audi RS4. Diesmal nicht nur die Front, sondern das gesamte Fahrzeug. So, Auto ist schwarz, wird auch schwarz bleiben danach. Wer hätte es gedacht? Weil es ist ja eine transparente Steinschlagschutzfolie. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich würde sagen, wir starten einfach und dabei dürft ihr zuschauen, dann sehen wir uns am fertigen Fahrzeug nochmal wieder. Der Audi RS4 ist fertig foliert und sieht genauso aus wie vorher. Wer hätte es gedacht? Brauchen wir eigentlich gar nicht auf großartigen Schellen eingehen. Die gesamte Lackoberfläche, also wirklich alles, was den Lack beinhaltet. Ja, hier zum Beispiel zweiteilig den Schweller. Aber einmal den Schwellkörper, also die Schwellereinheit, die Schwellerverkleidung und halt hier diese Seitenschwellerlippe, die praktisch mit eingebaut ist, foliert haben. Und sonst ist eigentlich ziemlich alles foliert. Ja, das Einzige, was hier nicht foliert sind, sind immer die Türgriffe und sowas wie zum Beispiel die Dachantenne. Bei diesen kleineren Elementen lässt sich die Folie nicht so gut verkleben und deswegen verkleben wir die so nicht mit der Folie. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Porn, deswegen geht das Auto aus, ihr gleich mit dem Porn geht.
Ein weiteres Fahrzeug haben wir stehen zur Vollfolie, und zwar diesen schönen Octavia RS. Skoda Octavia RS. So, dieses Auto ist jetzt schwarz, bekommt eine Farbe, die ein bisschen auffälliger ist als schwarz. Also fast alles ist ja auffälliger als schwarz. Und bekommt eine Farbe, so dieses schöne Türkise. Können wir ein Bild einblenden? RS4. Hatten wir tatsächlich auch schon. Ja, haben wir schon öfter sogar. Aber ja, haben wir auch schon dieses Jahr gezeigt. Ja. Ja, du hast ja ein Auto gefilmt. Das hatten wir aber vorher auch schon irgendwie 2-3 Mal. Auf jeden Fall bekommt er die komplette lackierte Fläche in dieser schönen, auffälligen Farbe. Eine Kleinigkeit an den Felgen, ja, das heißt, diese silbernen Flächen werden gemacht. Wie wir die machen, werdet ihr dann im Nachhinein sehen. Dann bekommt er noch 2 Streben hier im Grill, auch in der Farbe foliert. Und die ganzen Embleme, die jetzt in Chrom sind, ausgetauscht in Schwarz. Allerdings hat der Kunde diese schon selbst mitgebracht. So, wir starten, dabei dürft ihr zuschauen, genau jetzt. Besser wird's nicht, scheiß drauf. That's what she said. So, der Skoda Octavia RS ist fertig foliert und sieht knallig aus. Ja, wir hatten ja Beispielbilder, wie es zum Beispiel auf dem RS4 aussah. Und bei dem finde ich das auch sehr stimmig, muss ich sagen, weil er halt viel schwarz glänzend hat, ne? Mit dem Grill. Jetzt die Embleme, die wir halt ausgetauscht haben. Und die Felgen. Ja, die Felgen waren ja schon schwarz. Jetzt haben wir hier die Stirnflächen von diesem, ja, von diesem Muster. Ja, diese Fläche, die hier in Schwarz und eine dann in Wagenfarbe, in diesem schönen, hellem Türkis. Türkisblau nicht, es geht mehr ins Blaue. Kleinigkeit haben wir hier vorne noch gemacht. 2 Streben des Grills, hier noch die Stirnfläche in Schwarz abgesetzt. Und das, was normal so rot ist, auch noch passend im Blau. Und sonst, wenn wir jetzt da hinten gehen, haben wir auf dem Heck noch die ganzen Bezeichnungen in Schwarz glänzend. Das Octavia VRS. Skoda Logo, und hier stand noch der Skoda Schriftzug, den haben wir lediglich abgelassen, und das war's schon mit diesem Fahrzeug. Sieht auf jeden Fall echt, für so ein Kombi sieht das schon gut aus, ne? Also was so eine Farbe ausmacht. Draußen scheint die Sonne, ich denke, das wird noch heller aussehen draußen. Deswegen würde ich sagen, Auto raus, ihr gleich mit, und Porn geht ab. Wir sind ans Ende des Videos angelangt, und ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es was ganz Interessantes. Eins, was ihr schon kennt, das andere vielleicht nicht ganz. Ist auf jeden Fall ganz cool. Danke fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende. Peace out.